Das war also der sogenannte Handmagnet, den die Mitarbeiter zum Öffnen der Leuchte hatten. Man hatte also die Lampenbühne und jetzt hatte der Mitarbeiter sich dieses Teil an den Arm gehängt und ging jetzt durch die Bühne und hat das hier eingehängt. Das ist ein sehr starker Magnet. Das muss man rausziehen, so. Und dann ging der jetzt durch die Bühne und hatte die Verschlüsse damit geöffnet. Jetzt versuchen Sie mal vorzustellen, er hat 400 Lampen mit dem Teil geöffnet. Nehmen Sie das mal in die Hand. Jetzt versuchen Sie damit mal, haben Sie eine Checkkarte bei, da müssen Sie aufpassen. Die ist schon weg. Ja? So, wenn Sie damit jetzt so 400 Lampen geöffnet haben, wissen Sie, was der Arm gesagt hat. Ne? So ungefähr, ja? Sie auch mal? Ich mache jetzt mal eine Kamera weiter.